Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True devotion. Hallo zusammen. Ja, endlich wieder draußen in der Natur unterwegs, in der frischen Luft. Ich war ja 5 Tage in Quarantäne. Mich hat es ja erwischt, meine Frau auch. Wir saßen beide zusammen zu Hause in Quarantäne. Und jetzt sind wir wieder seit 3 Tagen negativ getestet und freigetestet. Und endlich wieder raus in die Natur, an die Luft. Und das genießen zu dürfen. Ja, und da bin ich heute unterwegs, noch auf Pilzsuche. Und ja, der Wald sprießt noch so vor Pilzen. Zum Glück, ich hatte schon die Befürchtung, dass sie schon so am richtig dunkelbraunen Spatz werden sind, am Verfaulen sind. Und teilweise ist es auch schon so. Aber es sind noch schöne Exemplare zu sehen. Und das ist, um die geht es heute, um die Pilze. Hab noch überlegt, ja, was nehme ich mit? Mache ich Vollausstattung oder Light-Version vom Equipment? Und da ich noch nicht ganz so fit bin, habe ich mich für die Light-Version entschieden. Ich muss erst dann noch ein bisschen Kraft sammeln und Energie. Hallo. Und deshalb habe ich mich da für die Light-Version entschieden. Und ja, stehe jetzt hier vom Areal. Muss man die Regenjacke ein bisschen aufmachen, ist doch recht mild. Es fängt nämlich immer wieder so leicht an zu nieseln. Und stehe jetzt hier vom Areal, ich gehe da mal rein, wo der Waldboden, beziehungsweise, ich fange mal mit den Großen an, Nadelbäume hier sind und der Waldboden hier schön moosbewachsen ist. Und die letzten Tage hat es ja auch geregnet und ja, Feuchtigkeit, Moosboden, ist ja bekanntlich ein Traum für Pilze. Da gehe ich jetzt einmal durch und schau mal, ob ich doch hier was entdecke. Ja, so ein paar Minis. Ja, schauen wir mal rum. Ja, Light-Version an Equipment. Bedeutet die D850, nicht gerade Light-Version, ja, aber mit der mache ich ja meine Makroaufnahmen immer, oder die Nahaufnahmen. Und habe mich bewusst nur entschieden, das 35mm mit der 1,8er Blende von Tamron mitzunehmen, nicht das Makro, weil ich einfach ein bisschen so die Gesamtstimmung
festhalten will. Also vom Motiv und so ein bisschen die Umgebung. Und nicht nur rein mich auf das Motiv konzentrieren und das rausfiltern. Deshalb habe ich mich da ganz bewusst für das 35 mm entschieden. Hat auch eine Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,5, also schon recht ordentlich. Kommt dem Makro doch ein bisschen nahe. Und eine gute Naheinstellgrenze. So. Allerdings muss ich feststellen, ja, trotz idealer Bedingungen hier, wo ich rumlaufe, ist doch bescheiden. Okay, ich mach mal noch ein bisschen da hier in dem Areal rum und würde mich freuen, wenn der mich da begleitet auf der Suche nach noch tolle Motive. Hab auch ordentlich Lichtquellen eingepackt, weil ja bei Pilzen geht es mir viel um Lichtstimmung. Es gibt einfach eine andere Wärme an und eine andere Wärme und Stimmung. Ganz einfach. Punkt. So. So, mal genug gequatscht jetzt. Ich gehe auf die Suche hier und dann sehen wir uns bei meinem ersten Motiv, wenn ich es entdeckt habe. Ja? Bleib dran. Seht, habe ich jetzt das schon mal aufgebaut und Einstellung habe ich noch nicht vorgenommen und es geht um den linken Pilz hier. Die zwei, die Zwillinge hier, ob ich den noch mal mache, muss ich mal schauen. Aber jetzt geht es erstmal um den alleinstehenden hier. Worauf ich achte, ist bei der Makrofotografie generell einmal Licht, Vordergrund, Hintergrund ist für mich genauso wichtig wie das Motiv selbst, weil der Hintergrund muss ruhig sein, also es darf nicht zu viel an Äste oder Laub oder sonstiges, was der Wald noch so hergibt, im Hintergrund liege oder Sträucher etc. Also er muss, sollte recht ruhig sein. Also frei von zusätzlichen störenden Motive, nenne ich es mal so. Und halt dann die Komposition, dann letztendlich. So, ich werde mir jetzt mal die Einstellungen vornehme und dann werde ich mal auf den Fernauslöser drücken. Das LED-Licht habe ich hier eingestellt auf 3500 Kelvin, also recht warmes Licht. Und ja, ich leg mal los. Ich habe hier eine selbstgebaute Platte, wo ich meine Panorama-Platte drauf habe, dass ich so bodennah wie möglich komme. Ich habe hier mal eine Blende von F4 bei ISO 80 und komme auf 1/20 Verschlusszeit. Ja. Wie sieht das Histogramm aus?
Das sieht klasse aus. Schöne Verteilung der Farben auch. Klasse. Still. Schön auf die vordere Kante. Scharf. Gehe jetzt mal noch mit der Blende auf 6,3. Hab hier auch so zwei kleine Laubblätter da positioniert. In dem grünen Moos kommen die vom Kontrast her schön mit rüber. Die sind schon schön gelb-braun und da ist das ein wunderbarer Kontrast, finde ich. Ja, ich nehme die Zwillinge jetzt einmal noch mit hier. Die Vorgehensweise ist identisch zu dem Single-Pilz jetzt hier. Das würde euch jetzt nur langweilen, wenn ich euch da noch mitnehme. Und dann geht's weiter. Hoffentlich zum nächsten Pilz. Bleibt dran. Ich werde hier noch auch ein bisschen mit verschiedenen Lichtstimmungen arbeiten, also auch verschiedene Positionen noch dazu. Da muss man einfach rumspielen, experimentieren. Ja? Und dann sich das Schönste einfach raussuchen. So gehe ich da vor. Habe jetzt hier an einem Baumstumpf noch wunderschöne Pilze entdeckt mit ja, schönem Kontrast halt zu dem Moos hier vorne dran. Dann der Pilz vorne so an der Kante ein schöner weißer Ring hier mit dem hellbraun und hier oben drauf direkt auf dem Stumpf krönt noch in hellere mit schöne weiße Kante hier und das finde ich einfach ein schöner Kontrast und da habe ich schon mein nächstes Motiv. Ja. Ja, der Waldboden hier ist einfach prädestiniert für die Pilze. Da habe ich jetzt schon meine Lampe wieder ausgerichtet. Bin immer noch bei 3500 Kelvin und hier die Kamera und so sieht meine ganze Position aus. Hab jetzt ein paar Pilze im Kasten und da bin ich schon mal auf die Auswertung zu Hause gespannt. Ein großer Bildschirm. Mache mich jetzt auf den Rückweg zum Auto und merke, ja, ich bin doch noch nicht ganz so fit wie davor. Ne? Die Beine schwächeln noch etwas. Ja. 5 Tage, 6 Tage lang zu Hause nur rumsitze und sich nicht bewege. Ich glaube, da sind wir nicht gemacht dafür. Aber gut, geht auch wieder aufwärts. Ja, hat wieder gut getan, mal in der Luft zu sein und hier im Freien, in der Natur, nehme ich den noch mit. Ich glaube, das sieht noch ganz interessant aus hier.
Muss ich mir noch anschauen. Ja. Ich denke, vielleicht habe ich noch einmal das Glück, am Wochenende, am kommenden, nochmal auf Pilzjagd zu gehen. Vielleicht finde ich noch einen Fliegenpilz hier irgendwo in dem Areal. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt. Und ja, gebt doch euch mal gerne eure Kommentare zu den Bildern ab, wie sie euch gefallen. Und einen Daumen hoch vielleicht, wer Lust dazu hat, oder ein Abo. Oder halt die Glocke, da verpasst ihr keins in Zukunft. Würde mich freuen. Und ja, lange genug gequatscht. Die Bilder kommen jetzt. Schaut sie euch an, gebt mal eure Kommentare dazu ab, würde mich interessieren. Dann bis zum nächsten Mal, ja. Also tschüss. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat with everything and more.